Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer 4D Pro Yoga Einheit. Wir beginnen erst einmal mit einer Anfangsentspannung, und zwar setzen wir uns dafür in den 4D Reiter. Das heißt, du nimmst das Bein hier herüber und findest eine bequeme Position im Reiter. Dafür erde dich über deine Füße, lass die Knie in leichte Beugung, richte dein Becken gerade auf, lass die Brustwirbelsäule sich aufrichten und lehne deine Stirn vorne gegen die Aufhängung. Dann dreh die Hände gerne so, dass die Handflächen zur Decke zeigen. Verbinde gerne Zeigefinger und Daumen im Chin-Mudra und schließe nun hier in dieser entspannten Position deine Augen. Komme nun erst einmal hier in deinem Gerät an. Nimm wahr, wie deine Fußsohlen festen Kontakt mit dem Boden haben. Spüre sie. Nimm auch wahr, wie du in deinem Gerät im 4D Pro sitzt und gebe das Gewicht an dein 4D Pro ab. Und dann nimm wahr, wie die Aufhängung im Verlauf deiner Wirbelsäule hinten die Wirbelsäule deinen Rücken berührt und wie deine Stirn ganz entspannt vorne gegen die Aufhängung sinken kann. Nimm nun ein paar tiefe und bewusste Atemzüge und lass dabei deine Atmung tief in den Bauch hineinfließen. Spüre den Widerstand hier vorne an der Aufhängung und atme dort hinein. Durch die Nase ein, durch die Nase wieder aus. Gebe dein Körpergewicht ganz an dein 4D Pro ab. Lass dich tragen, lass dich sinken. Lass alles andere um dich herum unwichtig werden. Du wirst gehalten und getragen und beschützt. Fühle dich ganz schwerelos und leicht in dieser Position und genieße es, dich tragen zu lassen. Nehme dann noch ein paar tiefe und bewusste Atemzüge wieder in deinen Bauch hinein. Und dann richtest du dich langsam auf, lässt die Hände, fängst an, die Hände und Füße zu bewegen, lässt die Arme nach oben steigen, streckst dich hier nochmal ganz lang, nimmst die Hände dann vorne an die Aufhängung und erhebst dich aus deinem 4D Pro, um dich dann jetzt gleich in einen wunderbaren 4D Pro Yoga Flow zu begeben, den 4D Pro Sonnengruß, den wir jetzt gemeinsam praktizieren werden. Dafür stellst du dich in den Fußbereich deiner Matte. Die Matte liegt ausgestreckt hinter dir und du nimmst dein 4D Pro, die Schlaufe, in den Bereich deines Beckens. Lass die Arme entspannt neben deinem Körper hängen, richte den Blick nach vorne, verbinde dich über deine Fußsohlen mit der Erde unter dir, lass die Knie in eine leichte Beugung, dein Becken richte auf, richte dich insgesamt auf, lass deinen Atem fließen. Atme ein, führe die Arme neben deinen Körper, atme aus, lass die Handflächen aneinander, Namaste. Atme ein, die
die Hände steigen Richtung Decke, du streckst dich, du empfängst. Atme aus, lass die Hände nun an den Gurt herunter, schieb ihn ein bisschen tiefer, dass die Beckenknochen Kontakt mit dem Gurt haben. Und dann landen die Hände rechts und links von deinen Füßen. Einatmend bringst du das rechte Bein zurück und das linke Bein daneben. Ausatmend schiebe hier das Becken zurück, spüre die Streckung. Einatmend kommst du nach vorne in die Kobra, richtest den Blick nach vorne. Streckst dich ausatmend, komm hier nochmal in den herabschauenden Hund und wippe hier ein paar Mal, sodass deine Fersen Richtung Boden kommen und du die Streckung in deinem ganzen Körper spürst. Komm noch einmal in die Kobra, mach dich hier lang und genieße es, einmal die schwere Losigkeit zu spüren, dann wieder fest auf der Erde zu landen, den Blick nochmal nach vorne zu richten, einzuatmen, auszuatmend, schiebe dich hier nochmal in den herabschauenden Hund. Einatmend kommst du noch einmal nach vorne in die Kobra. Und ausatmend, lande jetzt auf den Unterarmen, wandere ein wenig zurück mit den Unterarmen und dann bringst du das rechte Bein nach oben, schiebst die Fußspitzen um die Aufhängung herum, das linke Bein folgt und du kommst hier ganz in deine Streckung. Komm gerne hier nochmal nach vorne, einatmen, ausatmen. Genieße es, dich ganz lang zu machen. Noch einmal einatmen, ausatmen. Wenn du magst, kannst du hier ein bisschen federn. Nimm dann den Blick einmal zwischen die Hände. Atme ein, atme aus. Und dann löse das rechte Bein, löse das linke Bein. Komm noch einmal nach vorne ins Brett. Hier finde deine Balance, dein Gleichgewicht. Lass die Fußspitzen wieder landen. Schiebe dich noch einmal nach oben in den herabschauenden Hund. Ausatmend noch einmal in die Kobra. Und dann runde deine Wirbelsäule. Lass dich hängen. Wie ein Päckchen oder wie eine Kanonenkugel. Genieße es, dich zu runden. Atme ein, strecke dich hier noch einmal lang, richte den Blick nach vorne und komm ausatmend in den herabschauenden Hund. Und hier wandere nach vorn und beende deinen Sonnengruß. Ich hoffe, euch hat dieser Flow ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Namaste.